Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Super Time Force Ultra. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich habe es gerade runtergeladen, gestartet und gedacht, hey, nimm doch mal auf. Vielleicht ist es ja was. Vielleicht auch nicht. Dann wird es das erste und letzte Mal bleiben. Ansonsten, ja, kommt es vielleicht auch das. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, gucken wir es uns einfach mal an. Was hier so passiert. Stationary Cigars. Philadelphia, USA, 1987. Dr. Ripetti's Lab. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe das Zeitreisen erfunden. Ich lebe hoch. Der dreht mal voll durch mit seiner Augenklappe da, ey. Explosions on the Earth. Oh, da kommen Aliens. Die haben das bestimmt mitgekriegt. Cincinnadelphia, USA, irgendwas war, was zum Teufel ist gerade passiert? Erdbeben, Feuer, eine Roboterarmee? Wie sieht er das gerade? Ich hoffe, dass mein brandneuer Toyota Karomo GTSX keinen Kratzer abbekommen hat. Moment mal, ich habe das Theorem für Zeitreisen entdeckt. Ich kann mein Auto retten. Und die Welt natürlich auch. Ich korrigiere, wir haben das Zeitreisen entdeckt. Und die Welt wird erst in 5,5 Minuten gerettet. Was? Bist du etwa ich? Nein, du bist ich. Nur bist du das Ich, das keinen schwarzen Gürtel im Kampfjutsu hat und noch nie ein Date hatte. Du bist Vergangenheit, Doc. Ich bin die Zukunft. Ich bin ab jetzt Commander Repeat. Bla, mein Gott, ich habe es wirklich geschafft. Ich habe dich die Probleme der Raumzeitmanipulation gelöst. Es geht alles viel zu schnell. Willst du dafür etwa eine Medaille? Wir werden nämlich ungefähr 90 Medaillen kriegen. Oh Gott, wir werden 90 Medaillen... Ah, warum heißen sie... Was? Blauenbots? Hä? Weil sie blau sind? Bluebots? Das weiß niemand so genau. Moment, was ist, wenn wir das alles verursacht haben? Von wegen, Unfug! Hast du etwa eine Armee stinkwütender Roboter erschaffen? Nicht? Dann ist doch alles im Lot. Was ist mit deinem Auge passiert? Also dem anderen. Wir haben jetzt keine Zeit für diese fantastische Geschichte. Es ist Zeit, das Team kennenzulernen. Jean Rambos, unser Experte für Kleinwaffen. Amy McKillen kann einen Vogel aus 100 Metern das Auge ausschießen, doch das würde sie nie tun, weil sie Tiere so lieb hat. Und Shieldy Blockerson, unser Abwehrkoordinator. Er, nun ja, blockt seine Sachen mit seinem Schild. Zusammen sind wir die Super Time Force. Gut, wir retten also die Erde von diesen blauen Bot-Dingern. Wir? Lol, wohl eher ich. Er hat lol gesagt. Ey, überlass die Heldentaten den Helden, Doc. Bis zum nächsten Mal. Ist ja traurig. Sind wir im All? Warum? Hä? Der Space Bus. Das mobile Hauptquartier der Super Time Force. Könnt ihr glauben, dass dieser nerdige Wissenschaftler mein altes Ich war? Echt gruselig, der Typ, aber egal. Da dies unsere denkwürdige erste Mission alles als Super Time Force ist, sollten wir wohl ein paar Übungen absolvieren. Ich weiß, langweilig. Doch obwohl wir aus der Zukunft sind, wo wir die Erde von den blauen Bots retten, haben wir es jetzt noch nicht getan und sollten uns mit unseren fantastischen Fähigkeiten vertraut machen. Doch dieser Kampf ist schon so gut wie gewonnen, denn sonst wäre ich ja wohl kaum mit all diesen Medaillen dekoriert. Verstehst du? Schieß mal los. Ich bin voll der lustige Boss. Nee. Nope. Also, Commander Repeatski, okay. Achtung, Soldat, willkommen beim Space Bus Tutorialisator. Ich habe ihn selbst entwickelt, nicht übel. Was?
Befassen wir uns zuerst mit den Grundlagen, bevor wir den verwirrenden Zeitreisen übergehen. Zu den verwirrenden Zeitreisen. Ich kann laufen, okay. Das kann ich mit dem D-Pad und dem Analogstick. Mit X springe ich. Ja, ich seh's. Springen. Springen. Cool. Mit Viereck. Oh! Okay, okay, okay. Also Einzelschuss. Draufbleiben, aufladen und dann macht's Geballer in drei Richtungen. Der Tutorializator simuliert einen feindlichen blauen Board, nur keine Hemmungen am Abzug, mein Freund. Okay, Leitern können wir auch nach oben. Und jetzt? Jetzt wird es Zeit, deinen aufgeladenen Spezial. Ja, den haben wir gerade schon gemacht. Bam! Wir sind voll die Profis hier. Gut gemacht, Rambo. Rambo ist, wie auch immer. Ich muss ein verdammt guter Commander sein, denn du hast alles richtig gemacht. Hi, Amy. Das war ein echt tolles Grillen bei dir letztes Wochenende in der Zukunft. Schon komisch, dass wir so gute Freunde sind, obwohl wir uns erst vor 2 Minuten kennengelernt haben. Zeitreisen sind wirklich genial, oder? Ach ja, das Tutorial. Gut, dann probier erst mal deinen Querschläger aus, okay? Ah. Zurück runter. Dein aufgeladener Schuss kann durch Wände durchschlagen, dann schieß mal los. Verstehst du? Schieß mal los, ich bin voller lustige Boss. Nein, immer noch nicht. You! Ah, ich kann auch nach oben schießen, cool. Und auch schräg. Was geht, Shieldy? Bist du bereit, dieses ganze Üben hinter dich zu bringen? Lade deinen Angriff auf, um die Kugeln dieses falschen blauen Bots total auf ihn zurückzuwerfen. Okay. Jetzt steht da so ein Schild. Ah, okay, ich kann damit angreifen. Nach unten. Es ist Zeit, eine Schildkugel zu platzieren, indem du deinen Angriff auflädst und genau zur richtigen Zeit loslässt. What? Lad mich schon mal hier auf. Ach, die sind jetzt kaputt, warum auch immer. Okay, so geht es ein bisschen schneller. Jetzt haben wir das Tutorial durch, oder? Ich zünde die Zeitdüsen, damit wir etwas über Super-Timing und Forcing erfahren können. Halt dich fest, denn das hier wird dich umhauen. Und das meine ich nicht sprichwörtlich. What the heck? Während eines Timeout kannst du ein Teammitglied wählen und sich seine Angriffe zu nutzen machen. Wähle Amy McKillen und töte mich, bevor ich dich töte. Das ist ein Befehl, Soldat. Töte mich. Mit L2 mache ich das. Also ich. Ah, okay, wenn ich. Okay. Amy McKillen. Okay. Zack. Hast du das gesehen? Du hast ein Timeout und ein Team-Up durchgeführt. Anders gesagt, das gerettete Teammitglied wird zu einem Power-Up. Sammle es auf und ihr erhaltet den Ladeangriff des Teammitglieds. Ein weiterer Bonus, die Zeitessenz eines Teammitglieds, dient auch als Schild, der einen zusätzlichen Treffer abfängt. Ah, okay, dann macht er beides. Krass. Okay. Interessant. Ich glaube, das Spiel ist interessanter, als ich gedacht habe. Obwohl wir die Super Time Force sind, befinden wir uns immer in einem Wettlauf mit der Zeit. Wenn die Zeit abläuft, puff, dann lösen wir uns in Luft auf. Drück Kreis, um Timeouts zu benutzen und so viele eurer Ichs wie nötig zu erschaffen, um diese Virtual Reality Wall einzureißen und rechtzeitig die Tür zu erreichen.
Okay. Dann schaffen wir den noch dazu. Achso, die machen da nichts. Das heißt, ich muss jetzt hier schießen. Und jetzt den Timeout benutzen. Zurück. Und jetzt wieder einsteigen. Und wieder schießen. Und jetzt wieder den Timeout. Denke ich mal. Also, so interpretiere ich das gerade. So. Ja, tatsächlich. So funktioniert das also hier. So, drückt Kreis, sobald ihr einen Timeout benutzt, um ein anderes Teammitglied einwechseln wollt. Wenn du einen Timeout benutzt, um deine Feuerkraft zu vergrößern, kann dir das beim Überwinden schwieriger Bereiche wie diesem helfen. Und schon wieder. Und dieses Mal nehmen wir die Amy. Und die Amy kümmert sich jetzt um den. So. Jetzt bin ich tot. Geh wieder zurück. Und jetzt schnappe ich mir den hier. Und shielde mich hier mal kurz. Verdammt. Das, so war das jetzt nicht gedacht. So, jetzt shielde ich mich da mal so kurz. So, bla. Jetzt sind alle weg. Und ich kann weiter. Jo. Wenn ich ein Zocker wäre, würde ich dein Leben darauf verwetten, dass du keine Chance hast, hier vorbeizukommen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Doch, wie heißt es so schön, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wenn manchmal diese glitzernden, schwebenden Shards sichtbar werden, sieh einmal in der Vergangenheit nach, denn ich habe das Gefühl, dass ein Shard dir aus dieser Situation heraushelfen könnte. Okay. Schieße auf Shards oder sammle sie ein, um sie zu aktivieren. Sie lassen die Zeit langsamer verstreichen und dann fühlt sich alles so an wie in einem Film mit diesem Typen, du weißt schon. Bullet Time! Und nochmal Bullet Time! Und nochmal, yo! Und wir sind durch, Mann! So, was haben wir hier? Okay, Leute, ich lade eine Kampfsimulation, in der scharf geschossen wird. Jetzt wird es ernst. Ihr habt es 60 Sekunden, um das Ende des Schlachtfelds zu erreichen und ihr habt 30 Timeouts. Und wenn ihr keine mehr habt, tja, dann hat es sich ausgespielt. Doch das hier ist kein verdammtes Spiel und das wisst ihr auch. So. So. Lilinch, was da? Sehr gut, du hast einen Glorb aufgesammelt. Glorbs sind leuchtende Dinger, die sich aus einer anderen Dimension gelöst haben, als ich das Zeitreisen erfunden habe. Wenn du sie aufsammelst, erhältst du zusätzliche Timeouts, quasi wie ein Bonus. So, wieder plus 10 Sekunden hier. Und nach oben. Oh, da ist nochmal ein Glorb. Ach, verdammt, der ist kaputt gegangen. Ah, auf! Der soll stehen bleiben. Och Mann, das kostet gerade unnötig viel Zeit. Ich spule ein bisschen zurück. Und mach das jetzt ein bisschen anders. Na, ich spule noch mal ein bisschen zurück.
ein bisschen vor, so. Und mache das jetzt insofern anders, dass ich jetzt sie wähle. Und jetzt einfach hier nach oben durchballer. Hier haben wir nochmal zweimal plus 10 Sekunden, geil. Jetzt schnappen wir uns wieder ihn. So, so, so. Ja, ja. Ein weiterer Klorb. Ah ne, das ist gar kein Klorb. Das ist so ein belähmter Teil da. Und dich. Komm her, komm her. Yo. So. Hier, einmal dich. Aufladen und einfach hochlaufen. Bam. Nehmen wir ihn. So, erledigt. Gefangen, gefangen. Und wir sind durch. Haben sogar noch 30 Sekunden Zeit hier. Gute Arbeit, ihr habt gezeigt, dass ihr es drauf habt, in echten Kampfsituationen mehrfach zu sterben. Also, lasst uns aufbrechen und die Erde retten, indem wir diesen blauen Bot Blechschädeln zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, 19.8x. Murmeltiertag, Zeit 4.21 Uhr. Ich mache die Folge heute ein bisschen länger, weil es ja die erste ist so und ich glaube, ich mache das tatsächlich ein bisschen, spiele das Spiel ein bisschen länger. Also, als jetzt nur eine Folge. Hört zu! Das Radar zeigt, dass es in der Straße vor uns nur so von Blaumbots wimmelt. Hier ist der Plan. Macht sie alle platt, okay? Und nicht vergessen, drückt Kreis, wenn ihr ein Timeout benutzen wollt. Ein Timeout ist die beste Waffe seit der Uzi, setzt sie gut ein und macht mich stolz. Bye. So, wir fangen mit ihm an und ballern uns einfach geradeaus durch. Zack. Wir haben tatsächlich immer so diesen Zeitdruck. Ah, bin ich denn doof? Zack, zack. So. Ah, verdammt. Nochmal ihn. So. Und jetzt nach rechts. Schneller. So. Nein. Hier. So. Zack. Schnappen wir uns wieder ihn. Was? Da kann ich drauf schießen? Und dann irgendwie in die Karre rein vielleicht? Schauen wir uns das doch mal an. So. Spulen wir ein bisschen zurück. Damit es ein bisschen schneller geht hier. Kriege ich hier nämlich nochmal 10 Sekunden dazu. Och nee! Was soll denn das? Aber ich kann mich hier unten dann... Ja, genau. So. Bam. Und dich kriegen wir auch gleich. Bam. So, weiter geht's. Mein alter Kumpel Jeff ist dort vorne. Auf dem College waren wir in einer Band. Das waren noch Zeiten. Jeff wäre eine tolle Verstärkung für das Team, falls er nicht von einem riesigen Blauenbot oder sowas getötet wird. So, schnappen wir uns mal ihn. Und schauen wir, dass wir das Teil hier so schnell wie möglich kaputt bekommen. Spulen nochmal zurück.
Und hier. Oh mein Gott, ihr habt Jeff nicht gerettet. Wie soll ich jetzt unsere Band wieder zusammenführen? Tut mir einen Gefallen und benutzt einen Timeout, um die Zeit zurückzudrehen und zu verhindern, dass mein Bassist von bösen Robotern umgebracht wird. Ja, ich bin ja dabei, Mann. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Es geht aber auch. Ich brauch aber auch echt. So. Hat doch funktioniert. Plus 10 Sekunden. Jeff Leppard gerettet. So, nochmal hier. Wow, 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 wow. Ich schnapp mir mal. Was kann denn Jeff? Mal gucken, was Jeff kann. Wow. Jeff kann, Bada-bam. Da so. Bada-bam. Der kann mega hier die Panzerfaust zücken. So. Was haben wir hier? Jo. Der geht mal mega ab. Krass. Schnappen wir uns noch die 10 Sekunden hier. Oh, da oben haben wir Leute. Aber die interessieren uns wahrscheinlich nicht, denn das sind keine Bassisten. Sorry. jo. 39 Sekunden noch. Ich denke, wir liegen gut in der Zeit. Wir liegen, glaube ich, echt gut in... Oh, wir haben uns selbst getötet. Aber damit können wir leben. Denn wir können ja auch wieder zurück. Ja, schnappen wir uns denn hier. Chat erledigt das mal. So. Oh. Verdammt. Oh, da oben geht was kaputt. Eventuell. Ups. So. Ah, es geht. Na, verdammt. So. Den da. Einfach mal davor stellen und. Bam! Ah, den da will ich mir noch schnappen. Stark. Looker, wir sind die Lookers. Wir gucken in Zeit und Raum und Wesen zu finden, die cool genug sind, um mit ihnen abzuhängen. Ihr scheint ziemlich cool zu sein. Ihr habt unsere Überbleibsel entdeckt. Sie werden euch zu uns führen. Wir existieren hier in der Vergangenheit. Beeilt euch, dann können wir vielleicht Freunde werden. Oh, jetzt sind wir zu dritt. Endboss, Endboss, Endboss. Ich grüße euch, Super Slime Force. Dr. Infinity, okay. Ich bin es, Dr. Infinity, Anführer der Blauen Board Friedenstruppen. Ich bin gekommen, um euch Deppen eine Lektion zu erteilen. Zeit ist ein Bulle. Und wer sich mit dem Bullen anlegt, kriegt die Hörner zu spüren. Und was macht der jetzt? Seine Maschine geht kaputt. Na, aua! Mein Schienbeinkantensyndrom. Das Spiel ist irgendwie total kaputt. Ich muss wohl diese Kanonen falsch kalibriert haben. Egal, Zeit zu sterben. Ernsthaft? Also wirklich ganz im Ernst, Mann. Rückzug! Rückzug! Der nennt sich einen Anführer. Dieser Idiot könnte nicht einmal einen Rudel Lemminge anführen. Das ist bisher fast schon zu einfach. So, wir haben das Tutorial geschafft und die erste Mission abgeschlossen. Wow! 4 von 10, krass, so wenig. Egal. Jeff Leppard freigeschaltet. Das überspringen. Wir möchten uns nicht das, So, da sind wir auch schon in der nächsten Episode, so wie es aussieht. Ich werde jetzt hier kurz pausieren und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Super Bla Time Force. Genau. Bam. Ciao.